Und da hebt er die Hand zum Victory-Zeichen. Lech Walesa, der berühmte Elektriker, Mitbegründer der Solidarność. Herzlich willkommen zum Let's Play zu Solidarność. Ich bin Manuel, ich schreibe das Blog Zivilschein und ich möchte euch ein bisschen was von dieser politischen Simulation zeigen, die 1991 von einem polnischen Entwickler namens California Dreams gemacht wurde und die sich eben mit dieser Bewegung Solidarność in Polen befasst, die 1980 eigentlich einen Anfang genommen hat. Das Spiel nimmt aber hier im Dezember 81 ihren Anfang. Das ist ein sehr vorbildlich programmiertes Spiel. Ich wurde eingangs schon gefragt, ob ich das in 4-Farb CGA spielen möchte oder 16-Farb EGA oder in Monochrom Hercules oder in 16-Farb Tandy. Das hier ist die VGA-Variante. Die sieht aber nur marginal anders aus als die EGA-Fassung. Man sieht hier also so eine Übersichtskarte von Polen, unterteilt in 7 Bereiche, Regionen. Und es ist der 13. Dezember 1981, die erste Spielwoche, also es geht immer so wöchentlich voran. Man kann hier einsehen, welche Aktionen man laufen hat. Das ist momentan noch gar keine. Die muss man erst in Gang setzen, nicht? Wie stark die Polizeipräsenz in den Regionen ist. Die Anzahl der politischen Gefangenen kann man hier einsehen. Die Löhne. Also sozusagen mit einem Einkaufskorb dargestellt. Hier unten in Oberschlesien kann man sich von einem Gehalt scheinbar eine Waschmaschine leisten, während hier im Nordosten gerade mal Nahrung drin ist und noch nicht mal Kleidung. Die Leute können sich keine Hosen scheinbar leisten. Das war schon tragisch damals im Winter 81 in Polen. Woran es mangelt, kann man sich hier anzeigen lassen anhand dieser tollen Warteschlangen vor den Nahrungsmittelläden, die sind halt dann etwas länger, wenn sie große Knappheit haben. Wie stark die Bewegung ist, kann man sich hier anzeigen lassen. Wie stark andersrum der Druck ist. Und auch ganz besonders interessant, welche Ressourcen zur Verfügung stehen. Das ist sehr, ja, wirklich interessant umgesetzt. Man sieht hier also in weiß immer, wie viele Aktivisten man zur Verfügung hat, um eben Aktionen zu starten und so und Zeug. In Gelb, wie viele Unterstützer die Bewegung in der jeweiligen Region hat und in Rot, wie viele Slotti zur Verfügung stehen. Also Geld, mit dem man halt auch Aktionen starten kann und das man eben braucht, um diese Bewegung am Leben zu halten. Was da so realistisch umgesetzt ist, ist, dass es eben tatsächlich keine globale Ressource gibt, sondern diese Ressourcen sind für jede Region einzeln. Man hat hier also nicht die Mineralien und das Vespingas, von dem man dann hier Gebäude baut, sondern was man in einer Region halt gerade anstellen will, das kann man nur mit dem, was man dort hat, machen. Und das reflektiert die Situation halt 1981, wie sie damals war. Die Älteren erinnern sich, da gab es noch kein Internet und es gab auch noch kein Handy. Selbst Festnetztelefonie war nicht so weit verbreitet, dass man von jedem Haushalt hätte jeden anderen anrufen können. Also so Bewegungen, die noch bis in die 80er hinein entstanden, waren halt hauptsächlich regionale Bewegungen, die halt allenfalls überregional koordiniert werden konnten, aber für sich immer regional arbeiten mussten. Und das ist damit eben ganz gut umgesetzt. Hier kann man so eine Regionalansicht sehen, Pomorze oder so, diese nordwestliche Region halt. Ich kann überhaupt gar kein Polnisch und ich kenne mich auch übrigens mit der historischen Situation extrem schlecht aus. Insofern ist das hier sozusagen Edutainment. Ich habe auch keinen Zugriff auf das Handbuch.
Ich muss ja sozusagen deduzieren anhand dessen, was ich in diesem Spiel sehe, was man hier machen kann. In der Regionalansicht kriegt man diesen wahnsinnig hübschen Ausschnitt zu sehen, der aber ansonsten für gar nichts brauchbar ist. Also man kann hier nicht, wenn man hier reinklickt, irgendwas bauen oder upgraden oder so ein Kram. Das ist halt wirklich bloß schmückendes Beiwerk. Hier unten kann man die Dinge, die man in der großen Karte schon gesehen hat, nochmal im Einzelnen sehen. Die Aktivisten werden hier nochmal unterteilt in drei Gruppen, die sehen wir gleich nochmal. Und hier kann man eben weitere, ja, also eben die Aktionen starten, ne? Zum Beispiel Flugblätter, ja, kosten 3000 Zloty, wir haben ja hier 15.000 und braucht 5 Leute. Hier kann man sehen, die Aktivisten werden nochmal unterteilt in Novize, Vet und Pro. Weiß ich jetzt nicht, ob das Veterinärmediziner und Professoren sind oder Veteranen und Professionelle. Ich weiß jetzt nicht auch, was überhaupt ein Veteranendemonstrant sein soll oder ein Professioneller, ob das diese Berufsdemonstranten sind, von denen so oft die Rede ist. Aber die machen wahrscheinlich dann mehr her als die Novizen. Kann man ja auch daran sehen, dass man hier direkt am Anfang des Spiels eben nur Novizen hat, überall im ganzen Land. Ja, diese Aktionen laufen eben so, dass man wählt, was für eine Aktion man machen will und dann das Thema dazu auswählt. Da kann man hier so ein Slogan sich auswählen, ja. Increase wages, we want free trade unions, join the demonstration, join the strike. Das richtet sich dann mehr an die Bevölkerung. Sowjets go home, ist ziemlich aggressiv, handelt einem, soweit ich mich erinnere, auch ziemlich flott russisches Einschreiten ein. Da im Nordwesten war das ja so, dass eine Menge politische Gefangene waren. Deswegen stelle ich hier einfach mal die Forderung, die freizulassen. Wunderbar. Neben dem Geld braucht das eben auch Leute, ne? Also eine Demonstration braucht zum Beispiel 17 Leute, so viel habe ich gar nicht, deswegen kann ich das nicht machen. Die stellt man dann hier ein und dann steht hier, das ist ready und man wählt dann aus, in welcher Zeit man das machen möchte. Da sage ich eben nächste Woche, Flugblätter. Können wir dann auch die darauffolgende Woche nochmal machen. Ja. Dann gibt es Activities. Da gibt es zum Beispiel Financial Support. Dazu braucht man 4 Personen, das geht 2 Wochen lang, 4-2. So lese ich das hier ebenfalls. Und da kann man dann hier einstellen, wie viel Slot man da investiert. Ich weiß überhaupt nicht, was das eigentlich sein soll. Anhand dieser durch diese Tür gestreckte Hand hier kann man den Eindruck kriegen, das ist ein bisschen was Illegales irgendwie hier. Schmiergeld, Bestechung, keine Ahnung. Das ist aber nicht sehr erkenntnisfördernd, denn als Gewerkschafter in der sozialen Bewegung, wen soll man da schmieren? Ich hab auch keine Ahnung, was das tatsächlich bringt. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das Geld, das man da investiert, tatsächlich mit zusätzlichem Geld zurückkommt. Sodass das so eine Art Investition ist, aber ich weiß es eigentlich auch gar nicht. Aber ich stecke hier einfach mal 3000 Slotty rein, was soll's. Ach, sieh an. Jetzt habe ich auf einmal einen Pro. Aus den 4 Novizen ist ja ein Pro geworden. Das ist interessant. Financial Support. Also vielleicht kauft das Demonstranten oder Aktivisten halt. Okay, dann nehme ich mir gleich diesen Pro, das finde ich interessant, und schnapp mir 2 Novizen dazu. Und die treten in den Hungerstreik. Wegen der politischen Gefangenen natürlich. So. Ach, schau her. Jetzt ist schon die zweite Runde, 20. Dezember 1981, wie man hier sehen kann. Die Flugblätter, die wir letzte Runde eingestellt haben, fliegen schon. Der Hungerstreik läuft
und dieser Financial Support läuft. Und das, was in 2 Wochen war, ist dann jetzt schon hier in einer Woche, ne? Wonach ja eigentlich die Runden gewechselt werden, habe ich überhaupt keine Ahnung. Womöglich ist das nach einer bestimmten Anzahl Klicks, die ich hier vollziehe, oder das ist einfach zeitgesteuert. Manchmal muss man da unheimlich lang warten und manchmal geht das aber auch ganz flott. So wie jetzt. Ich habe ja bloß eine einzige Region beeinflusst und schon geht das los. Hier unten rechts gibt es dann diese Anzeige von Zeitung und Fernsehen. Die machen aber gerade nichts, weil es eben noch keine Nachrichten gibt. Das ist eine interessante Reflexion von Staatspresse. Da werden dann sehr gerne Nachrichten geliefert, die den realen Verhältnissen, die man in diesem Spiel sehen kann, völlig zuwiderlaufen. Wenn die Zeit dann so fortschreitet und ja Runde für Runde vergeht, gibt es noch einen ganz interessanten Faktor, nämlich kann man dann hier links unten die Zeit wieder zurückdrehen, also nicht die Zeit zurückdrehen, sondern eben so eine Art History abrufen. Ja, was war vorher, was ist da gelaufen? Und man kann das nachverfolgen, was da, also wir haben in der ersten Runde keine Aktionen gehabt, jetzt haben wir welche. Polizeipräsenz hat sich so entwickelt. Politische Gefangene. Oh, es sind mehr geworden da oben. Ja. Die Shortages. Ja, das sind andere Personen, aber ich kann nicht genau erkennen, ob das jetzt mehr oder weniger ist. Nun ja. Der Support für unsere Sache ist etwas gestiegen. Nee, der ist gesunken. Ach du je. Der ist gesunken, ausgerechnet in einer Region, wo wir Aktionen machen. Das ist eine traurige Bilanz dessen, was wir hier betreiben. Aber auch der Druck von außen ist gestiegen. Vielleicht liegt es ja auch daran. Ressourcen. Natürlich haben sich geändert. Und ach so, die Balance, das habe ich vorhin gar nicht gezeigt. Hier gibt es noch Balance. Das zeigt wohl eben Regierung versus die Bewegung. Das scheint sich nicht weiter geändert zu haben hier. Und hier links, am linken Rand, gibt es 2 Flaggen. Die Amerika-Flagge und diese Sowjet-Russland-Flagge. Ich nehme an, da geht es hier irgendwie um Einfluss oder um Unterstützung von außen. Was das konkret für eine Auswirkung hat, weiß ich allerdings auch nicht. Kann ich nicht genau sagen. Das war erstmal zum ersten Teil. Im zweiten geht es gleich weiter. Ja, damit, dass ich einfach mal alle Regionen hier abgrase und noch ein paar Funktionen des Spiels zeige. Bis dann!